Es ist jetzt 14 Uhr und ich gebe ganz einfach dem Herrn Krautwurm von Bysoft das Wort. Dankeschön, herzlichen Dank. Mir ist schon klar, dass der Titel etwas provokant ist. Aber ein bisschen muss man ja provozieren, überhaupt nachmittags, sonst wird es ein bisschen langweilig. Und was ist eigentlich unser Ziel? Wir wollen heute im ersten Schritt nicht nur über Komponenten reden, haben wir ganz viele interessante Vorträge schon gehört, sondern einfach einmal der Fokus auf Baugruppen. Unser Ziel ist, dass wir Baugruppen einfach fertigen und liefern können, zeitgemäß, dass wir da irgendwie diese Zusagen einhalten können. Und es ist halt in der Praxis nicht ganz so einfach. Aber um was geht es da eigentlich? Was haben wir denn für Anforderungen? Wenn man von so einer Baugruppe spricht, muss man mal stellen, wie haben überhaupt die Anforderungen? Was ist überhaupt die Zielsetzung? Natürlich, das ist einmal so, die Funktionalität ist natürlich wichtig. Wenn das ein Wechselrichter ist, muss der Wechsel richten, sonst gibt es ja keinen Sinn, das Ganze. Des Weiteren muss man heute halt auch einen Kostenrahmen einhalten. Auch wenn wir schwierige Zeiten haben, die Kosten darf man halt nicht ganz aus dem Auge verlieren. Und dann natürlich, was haben wir auch schon ganz viel gehört, von den einzelnen Komponenten, diese Compliance-Anforderungen. Muss man einhalten, muss man schon beim Design alles bedenken. Und dann muss man auch ein bisschen schauen, wenn man was entwickelt, für welche Branche ist das Ganze. In der Luftfahrt hat man ein bisschen andere Anforderungen, vielleicht wie im Konsumerbereich. Und natürlich will man auch von Anfang an wissen, oder man muss das einmal klar kommunizieren, wie ist die Anforderung bezüglich Lebenszyklus von der Baugruppe? Das muss im Anforderungskatalog hinterlegt sein, weil das ganze Design muss man auf das auslegen. Ja, gut, das haben wir jetzt einmal, was wir die Ziele definiert. Und jetzt ist die Frage, ja, warum ist es nicht ganz so einfach? Das Ziel ist ja, wie wir es hier gesagt haben, für den geplanten Lebenszyklus der elektronischen Baugruppe müssen alle Komponenten zu einem akzeptablen Preis verfügbar sein. Das muss irgendwie sein, sonst haben wir ein Problem. Okay, eine Ursache kann sein, warum unser Ziel nicht erreichen, so ohne weiteres, weil die Teile abgekündigt werden oder weil es Änderungen gibt. Das ist eine Ursache, die uns natürlich viele Sorgen machen kann. Aber es ist eigentlich nur eine Ursache. Und unser Ziel ist ja, wir wollen ja das Gesamte betrachten. Die gesamte, alle Komponenten für eine Baugruppe und für den ganzen Zyklus, für alle Phasen der Baugruppe. Und da kann auch viel passieren. Es kann auch sein, sind alles Ursachen, warum wir vielleicht die Baugruppe nicht so liefern können, wie wir das gerne hätten, wie wir das im Ziel definiert haben. Ja, wir sehen das schon hier. Geopolitische Faktoren, USA, China, Konflikte kann es geben, Pandemie kann es geben, Spekulationen kann es geben oder der Markt entwickelt sich einfach unvorhergesehen ganz anders. Die Nachfrage geht irgendwie hoch, man kann das schlecht voraussehen. Kann es alles geben oder dass in der Produktion Probleme gibt, mit der Qualität, dass es Probleme gibt, kann alles passieren. Gut, jetzt wissen wir zwar das, aber was tun wir denn eigentlich? Nur sagen, okay, ist alles so schlimm, geht nicht, ist ja keine Lösung nicht. Wir müssen jetzt schauen, was kann man eigentlich tun? Welche Maßnahmen kann man ergreifen in Abhängigkeit der Phase? Wenn man diese Baugruppe durchläuft, da auch verschiedene Phasen, das Entwickeln, das Engineering, Einkauf, Fertigen, After Sales. Und jetzt kann man sich ein bisschen überlegen, was man bei den einzelnen Phasen so tun kann. Ich blende das mal ein. Bei der Entwicklung schon ist ganz wichtig, dass man irgendwie schaut, dass man, wenn es geht nicht immer, weiß ich, dass man Alternativen eindesignt. Das ist immer gut für die verschiedenen Ursachen, die uns Schwierigkeiten machen können. Und natürlich die Komponenten, die man eindesignt, die sollen natürlich auch diese Lebenserwartung mitbringen, die gefordert ist. Nicht, dass man am Ende der Entwicklung feststellt, ja, die Teile gibt es gar nicht mehr. Im Engineering, das soll man halt beachten, natürlich, dass man schon vorausschauend ist, dass man die PCNs und die PDN beachtet, dass man keine Dubletten im Haus hat. Ich meine Dubletten, das kann ein Artikel sein, der gleiche Artikel mit mehreren, immer wieder andere Nummer, dann merkt man das gar nicht, da habe ich einen Bedarf, da habe ich einen Bestand, das Ganze ist nicht stimmig. Das ist ein bisschen laut.
Und im Einkauf, gut, kann man auch ein bisschen was tun, dass man wirklich bei kritischen Bauteilen das Kämmer, das Lagerbestände aufbaut, dass man Lieferverträge abschließt. Das sind alles nur einzelne Schritte. In der Fertigung, wenn wir in der Fertigungsphase sind, dass man eigentlich periodisch überprüft, ob die Teile noch alle verfügbar sind, auch in Zukunft verfügbar. Da man sich die Prognosen anschaut, für jede Komponente kann man sich ja Werte beschaffen, geplantes End of Life, dass man das periodisch immer wieder überwacht, um dann rechtzeitig einschreiten zu können. Ja, selbst wenn das Ganze schon beim Kunden ist, im After-Sales-Bereich kann man auch noch einiges machen. Man kann dran mit Rework was machen vielleicht. Und wenn es gar nicht anders geht, dass man irgendein so ein Fehlteilmanagement hat, dass man einfach diese Fehlteile hochautomatisiert noch recherchiert, wo kann es die geben und beschafft. Gut. Klingt alles gut. Dann würden Sie sagen, wer soll das alles machen? Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Klar, manuell kann man das nicht mehr machen. Das geht einfach nicht mehr. Da braucht man schon irgendeine Systemunterstützung. Und das nicht ganz so theoretisch alles ist und so allgemein, schauen wir uns das vielleicht an, wie das aussehen könnte. Oh, so laut. Ja, gut, wir haben einfach Datenquellen, wie wir links oben sehen. Jetzt müssen wir den doch einmal probieren. Oh Gott. Na gut, jetzt geht's. Da haben wir verschiedene Datenquellen, zum Beispiel die ganzen technischen Daten kann man sich zum Beispiel besorgen von Silicon Expert, IHS, Octopart und die kommerziellen Daten von Distributoren. Im Haus haben wir auch Systeme wie ECAD, unser ERP-System. Und wenn man da ein System hat, wo die einzelnen Module einfach abgebildet sind, wie die Produktdatenbank, Produkt-Lifecycle-Management, Abkündigung, Compliance, BOM-Manager, Best-Price-Engine, Fehlteilmanagement und automatisches Bestellen, dann kann man sich schon sehr viel Arbeit sparen. Dann läuft ja der Großteil der Arbeit schon automatisch. Und gut, kann man sagen, wieder eine tolle Folie, haben wir schon so viele gesehen. Wie läuft es wirklich? Wie schaut es wirklich aus? Jetzt haben wir uns gesagt, gut, machen wir einfach ein paar Folien, wo man das dann sieht. Das eine ist vielleicht einmal so ein Dashboard, wenn man das System einschaltet, dass man aktuelle Informationen hat, bei welchen Teilen liegt eine unbearbeitete Abkündigung oder Produktänderung vor. Genau, das wäre hier in dem Fenster. Das ist der Arbeitsvorrat, wo es Abkündigungen gibt, die man bearbeiten muss. Hier Änderungen und hier kann man über den Workflow sehen, welche Arten von das Ganze sind und wo der Bottleneck ist, bei welchen Abteilungen das liegt. Weil ich meine, es sind immer mehr Abteilungen involviert, wie zum Beispiel das Engineering, der Einkauf, der Vertrieb und solche Sachen. Dann hat man einen absoluten Überblick. Gut, oder wenn man das Ganze etwas detaillierter sehen will, dass man dann sagt, so, jetzt stellen wir uns einmal die Frage, es gibt da Engineering-Bombs, Entwicklungsstücklisten und MBOM, Manufacture-Bombs, so Fertigungsstücklisten. Und das Ganze muss man auch ein bisschen unterstützen. Das sind ja grundverschieden, diese Arten von Stücklisten. Der Ingenieur, der Entwicklungsingenieur, naja, der arbeitet weniger mit SAP-Artikelnummern und so, der denkt in HTNs und das Ganze und tut vielleicht nicht alles berücksichtigen, aber wenn man das Ganze dann umwandelt von einer E-Bomb in eine M-Bomb, dann muss man natürlich schon für jede Komponente eine Artikelnummer haben und auch für die komplette Baugruppe. Und auch checken, ob die Alternativen und das alles vorhanden sind. Das Ganze sieht dann so aus, dann hätten wir hier zum Beispiel einen Überblick über alle Stücklisten und man sieht schon im Überblick, muss man vielleicht mal schauen, das Ding da. Okay, hier kann man dann sehen, diese eine Spalte sagt uns was aus über die Verfügbarkeit aktuell und die zukünftig. Weil im Endeffekt will ich ja nur wissen, ob für die Stückliste im Augenblick alle Komponenten da sind. Das ist mal das Erste. Und in der zweiten Schritt will ich wissen, ob auch in der Zukunft alle Komponenten da sind. Die Zukunft kann man natürlich ein bisschen erkennen,
da man sagt, es gibt dafür alle Komponenten diese Information End of Life geschätzt. Und es um mehrere Faktoren, die kann man einfließen lassen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Stückliste haben, wo man dann sehen, die Welt ist nicht ganz in Ordnung, dann muss man sich hineinklicken. Sehen wir das hier? Dann klicken wir es rein. Jetzt machen wir mal einen Verfügbarkeitscheck im Detail für eine Stückliste. Gut, oben sind die Daten verdichtet. Da haben wir für eine Stückliste, für eine Baugruppe, da haben wir ein bisschen die Übersicht. Und dann für die einzelnen Komponenten sind dann diese Detailinformationen unten vorhanden. Ich glaube, das müssen wir nicht alles im Detail durchgehen. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Hier ist zum Beispiel, dass man erkennen kann, End of Life. Ich meine, da sieht man, dass manche Komponenten dabei sind, die nur noch bis zu diesem Zeitraum verfügbar sind. Und dann kann man im Vorfeld schon für jede Komponente einfach die nötigen Maßnahmen einleiten. Gut. Gut, hier ist das ein bisschen ausführlicher noch dargestellt. Das ist auch eine Stückliste. Und da hier sieht man dann sehr deutlich, dass für eine Komponente, die eine Artikelnummer hat, dass dann auch Alternativen definiert sein können. Der macht mich verrückt. Genau, und für diese Komponente hat man dann zwei HTNs definiert. Wenn dann eine Komponente eine HTN ein Problem macht, ist es insgesamt für die Stückliste noch kein Problem, weil man kann ja eine andere verwenden. Okay. Gut, wenn man dann zum Beispiel diese Diode etwas genauer anschauen, dann kann man die ist rot eingeblendet, weil sie abgekündigt ist, und dann schauen wir uns die Detailinformationen an, die sehen dann so aus. Dieser Teil der Detailinformationen, in Wirklichkeit gibt es ja noch viel mehr, dann sehen wir schon, ja, das Teil ist abgekündigt, welche Version das ist, weil die ganzen Daten, es wird ja alles archiviert, wir haben ja die Rückverfolgbarkeit, die Traceability, haben wir ja nicht nur in der Fertigung, die haben wir auch in der Informatik. Man muss ja jede Buchung, jede Aktion rückverfolgen können. Man muss genau wissen, wer hat wann was geändert, wenn es dann Diskussionen gibt. Und das sehen wir dann hier auch, da sind diese Daten eingeblendet. Da kann man das Ganze sehen. Und jetzt, okay, was machen wir jetzt in dem konkreten Fall? Wir sehen, das Teil ist abgekündigt. Ja, können wir sagen, schade, ist abgekündigt, was tun wir? Die erste Frage ist einmal, was relativ einfach ist, gibt es Replacement-Daten? Vom gleichen Hersteller Teile, die auch diese Aufgabe erledigen. Da gehen wir mal rein. Oder vielleicht, oh gut, das müsst ihr vielleicht auch noch sagen, eine Frage ist auch ganz zentral, da man sich die Frage stellt, diese HTN, bei welchen Baugruppen wird die verwendet? Weil eine HTN kann bei mehreren Baugruppen verwendet werden. Das muss man dann betrachten. Und wenn man das dann gesehen hat, dann kann man sich anschauen, die Replace- und Cross-Daten. Zum Beispiel kann man dann einblenden, welche Alternativen gibt es vom gleichen Hersteller. Oder welche Alternativen gibt es, wenn man andere Hersteller erlaubt. Das wären dann die Cross-Daten. Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt, die Compliance. Man will auch eine Aussage haben über die Compliance, nicht nur in Bezug auf die Komponente, sondern auf die Baugruppe, auf die komplette Stückliste. Oben wird es dann ein bisschen grafisch dargestellt und für die einzelnen Komponenten kann man sich dann die Details ansehen. Ja, und wie wir vorher schon gesagt haben, die Technik ist wichtig, ist Voraussetzung, damit wir überhaupt so eine Baugruppe gut abhandeln können. Aber am Preis dürfen wir ja nicht ganz aus dem Fokus verlieren. Und deswegen braucht man auch für jede Komponente einen Preis. Man will schon sehen, was die einzelnen Komponenten kosten. Und ob wir da noch im vernünftigen Bereich sind.
Und ja, da wird halt automatisch bei den verschiedenen Distributoren recherchiert über API, wie die Preise aktuell sind und die Verfügbarkeit. Und dann wird über einen Algorithmus der beste Preis vorgeschlagen, den man dann manuell abbinden kann pro Komponente. Ja, haben wir gesehen. Gut, hier noch eine kleine Zusammenfassung. Wir haben die verschiedenen Phasen und bei diesen verschiedenen Phasen, dass man dann eine Unterstützung durch das System leisten kann. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, eigentlich wollte ich den Vortrag gar nicht halten, sondern es sollte mein Kollege machen, der Maximilian Hoffmann, aber der ist leider verhindert. Der war am Wochenende so fleißig, hat sich mit der Heckenschere beschäftigt und es ist schief gegangen. Bitte? Der ist obsolet, temporär. Genau, jetzt habe ich das gemacht. Ja. Vielen Dank, ich wäre am Ende. Ich bin wahrscheinlich schneller gewesen, wie es geplant war, aber ich kann nicht anders. Gibt es denn von Ihrer Seite Fragen? Ja, ein Geheimnis, beziehungsweise der Trick ist ja, wie kommen Sie auf die Crosses? Das ist eine Wissenschaft für sich und das ist natürlich auch die schwerste Challenge hier. Und, Jetzt muss ich allerdings sagen, das Problem kann man ganz gut lösen, wenn man gute Partner hat. Und die haben wir. Silicon Expert, IHS, die bieten uns diese Information und die stellen wir dann transparent dar. Und haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Vielen Dank. Bitte. Ja, hallo. Die Stammdaten zu den einzelnen Bauteilen, kommen die aus dem, ich sag mal, SAP oder kommen die irgendwo aus einer anderen Datenbank? Also woher kommen die Daten? Denn eben sahen wir, ja, eine Übersicht mit ganz, ganz vielen Platzhaltern, wo wir alles Mögliche eintragen können. Und wie erfolgt da die Pflege dieser Daten für ein Bauteil? Das ist hochinteressant. Wenn man das manuell machen müsste, wird das nichts. Das macht ja kein Mensch mehr. Sie kriegen die Leute gar nicht mehr. Das geht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Die Teile werden mehr und die Fachkräfte werden weniger. Also brauchen wir eine andere Lösung. Und wie schaut es dann aus? Zum einen den Artikelstamm. Den kann man sich vom CAD-System oder vom ERP-System besorgen. Und dann geht es um die Daten. Dann, ich meine, einen Artikel sind dann HTNs, eine oder mehrere HTNs, Manufacturer Part Number zugeordnet. Und zu so einer Nummer gibt es auch wieder sehr viele Informationen. Und diese Informationen holen wir wieder automatisch von IHS Silicon Expert. Und es wird auch aktualisiert, weil wenn es einmal macht, das bringt ja gar nichts. Das kann am nächsten Tag schon wieder anders sein. Deswegen tut man das ständig im Hintergrund automatisch aktualisieren. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Gut, man könnte sagen, es gibt verschiedene Sachen. Die Stückliste, wo kommt die Stückliste her? Ja gut, sagen wir mal so, die Basisstückliste, die kommt in der Regel schon von der Entwicklungsabteilung. Und die ist aber nicht, wir nehmen das Ganze dann Engineering-Bomb, Entwicklungsstückliste, die in der Regel nicht sauber strukturiert ist, weil die Entwickler, die kann man nicht in so ein Schema pressen, das wird nichts. Und deswegen haben wir dann erstens, dass wir die Daten importieren und zweitens, dass wir dann die Daten standardisieren. Da haben einige Tools drinnen, damit man dann das optimieren kann. Weil es gibt ja manchmal auch die Sache, dass wichtige Informationen im Fließtext versteckt sind. Du schreibst dir einfach irgendwas rein, was wichtig ist. Und dann gibt es über Suchmuster so Erkennungsprogramme, dass man die Informationen rauszieht und in ein separates Feld reintut. Das ist ganz wichtig. Und man kann es ja nur weiter treiben. Ja, so, wenn man sagt, so Stückliste, habe ich jetzt einiges verschwiegen. Zum Beispiel gibt es auch noch Pick-and-Place-Daten. Die muss man auch verwalten.
die muss man auch prüfen, weil die sind in der Regel nicht hundertprozentig richtig. Da gibt es immer wieder Dubletten und solche Sachen, gibt es auch einen Algorithmus, der prüft, ob das überhaupt sein kann. Und diese Daten, das ist, steht hier auch nicht droben, die müsste man dann übergeben, können wir auch übergeben an MES oder an die Bestückssysteme oder Prüfsysteme. Und ja, gut, was ich vielleicht noch sagen wollte, die Daten, die kommen, die Preise und so, da haben wir einfach Schnittstellen zu den einzelnen Distributoren. Ich meine, viele Distributoren bieten heute schon API-Schnittstelle an und da fragen wir einfach automatisierte Preise an. Das braucht man dann auch nicht mehr machen. Viel bleibt nicht mehr übrig. Ich hoffe, die Frage ist somit gut beantwortet worden. Gibt es weitere Fragen? Vielen Dank, Herr Krautwurm.